Zum Thema Bargeldabschaffung freue ich mich heute ganz besonders, Herrn Norbert Hering bei mir zu begrüßen. Sie sind Ökonom, Blogger und Sie schreiben als Wirtschaftsjournalist für das Handelsblatt. Vor allem haben Sie sich mit dem Thema aber auseinandergesetzt, insofern, dass Sie gerade einen Prozess führen gegen den Hessischen Rundfunk auf Barzahlungen der Rundfunkgebühren. Und Sie haben gerade ein Buch geschrieben, die Abschaffung des Bargelds und die Folgen. Der Weg in die totale Kontrolle, das kommt am 11. März jetzt raus. Herr Hering, die Bundesregierung hat jetzt gerade angekündigt, dass wir eine Bargeldobergrenze von 5.000 Euro zu erwarten haben. Was denken Sie darüber? Das war abzusehen, deswegen habe ich mein Buch ja auch geschrieben, weil schon vor einem Jahr gab es zum Beispiel eine Konferenz in London, wo die Schweizerische Nationalbank über die Abschaffung des Bargelds philosophiert hat. Und das wurde richtig gepusht, wird auch schon länger. Ich hatte den Verdacht, und der hat sich auch bestätigt, dass da eine abgestimmte Kampagne dahinter steht. Und wenn Herr Schäuble jetzt sagt, das Bargeld wird auf keinen Fall abgeschafft, das sei alles falsch verstanden worden, dann hat er vielleicht schon recht, dass es nicht abgeschafft werden soll, aber es soll halt so an den Rand gedrängt werden, dass man nicht mehr wirklich was damit anfangen kann, außer einen Kaffee zu kaufen und mal vielleicht ein Mittagessen. Also die komplette Bargeldabschaffung ist gar nicht das Ziel, sondern es soll ja, ich glaube Draghi hatte das auch vor dem Europaparlament gesagt, es soll global so geregelt werden, dass es also keine größeren Scheine mehr gibt. Ich glaube 50-Pfund-Schein war so die Grenze, also alles so bis 50 Euro in unseren Gefilden. Kann man das so sehen? Ist das dann schon die Abschaffung vom Bargeld? Würden Sie das dann so definieren? Ja, wenn es nicht mehr gäbe als 50 Euro vielleicht, dann wäre es schon sehr weit gediehen. Ich will auch nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, dass das Bargeld abgeschafft wird, aber es ist nicht nötig für die Zwecke derer, die das betreiben. Es reicht schon, wenn man eben nicht mehr allzu viel damit anfangen kann. Wenn jemand, der jetzt irgendwie 1.000 Euro abhebt vom Konto, dann schon damit rechnen muss, dass die Polizei mal nachfragt, dann haben sie ihr Ziel auch schon erreicht. Welche Zwecke werden denn verfolgt und vor allem von wem? Also man sieht sehr deutlich, wenn man nachguckt, dass diese ganze Kampagne nicht aus den Kreisen der Kriminalitätsbekämpfer kommt, sondern aus Finanzkreisen. Und da muss man auch die Motive suchen für die Zurückdrängung des Bargelds, weil es sind die Finanzinstitute, die den Vorteil haben vor allem. Ich bin auf einen Beitrag von Ihnen auf Ihrem Blog aufmerksam geworden. Da hieß es die Kennes, Rogoff und Summers Verschwörung. Können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen, diese drei Protagonisten? Wieso sehen Sie da eine Verschwörung und wieso sehen Sie diese drei gerade so an der Front dieser Kampagne? Ja, Ken Rogoff, der Ex-Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds und Harvard-Professor, ist der eine. Der andere, der wichtigste wohl, ist Larry Summers, ehemaliger Finanzminister, Harvard-Professor, sehr nahe an der Finanzbranche. Also er hat viele Millionen mit Vorträgen und Beratung von Finanzunternehmen verdient. Jetzt hat er endlich auch rausgelassen, dass er im Aufsichtsrat und Berater von vielen Fintechs und Zahlungsdienstleistern ist, also denen, die profitieren werden von der bargeldlosen Gesellschaft. Und der dritte, der auch zu diesem inneren Kreis des Anti-Bargeld-Netzwerks gehört, ist Mario Draghi, der EZB-Chef, früher auch mal Harvard, wie die beiden anderen bei der sogenannten Group of 30, mit den beiden anderen am MIT studiert, wie die anderen regelmäßiger Bilderberg-Besucher, jedenfalls früher, als er noch nicht EZB-Chef war. Und es gibt noch mehr Verbindungen, also die Verbindung zwischen diesen drei ist sehr eng. Und eigentlich fast alle, die so in der Frühzeit der Bargeldverbote für größere Zahlungen und all diese Einschränkungen in Aktion traten, haben Verbindungen zu diesem Netzwerk. Was ist denn das Ziel von dieser Kampagne? Ja, der Vorteil, wenn man weitgehend bargeldlos ist, ist, dass die Bürger mit ihrem Geld bei den Banken eingesperrt sind und praktisch nur noch Bankengeld nutzen können, also ihre Einlagen bei den Banken, und sie können sie nicht mehr abziehen. Und das ist für eine Bank, die in Schwierigkeiten geraten könnte, oder für ein ganzes Bankensystem natürlich super. Dann braucht man nicht mehr wie in Griechenland oder Zypern die Banken schließen, sondern die sind sowieso schon geschlossen. Das Geld kann nicht mehr abfließen.
Viele Ökonomen sagen ja auch, das ist zur Einführung des Negativzinses. In der Bild-Zeitung war das diese Woche noch eine große Verschwörungstheorie. Dabei hat das just Ken Rogoff in Davos ja auch selbst in einem Interview sogar gesagt, wir müssen das Bargeld abschaffen, um Negativzinsen einzuführen. Alle haben sich darauf gestürzt, dass Cryan da irgendwas gesagt hat, in 10 Jahren gibt es kein Bargeld mehr. Aber diese Aussagen von Rogoff, die waren ja dermaßen ehrlich. Warum sagt dieser Mann das tatsächlich vor den Kameras, wenn Sie jetzt auch davon ausgehen, dass das das Ziel ist? Das ist überhaupt kein Geheimnis. Das hat auf der Konferenz in London, die so halb geheim war letztes Jahr, aber dann nicht mehr wirklich, weil es doch rauskam, trat Rogoff als einer der Hauptredner auf und der hat das auch genauso vertreten. Wobei er dann auch die Kriminalitätsbekämpfung mit in den Vordergrund gestellt hat. Aber das war kein Zufall, dass das die Schweizerische Nationalbank war. In der Konferenz sollte es darum gehen, den Handlungsspielraum der Zentralbank auszuweiten, indem man Bargeld zurückdrängt. Und Larry Summers hat es mindestens seit 2013 auch mit diesem Argument vertreten. Er ist, glaube ich, der Hauptakteur hier. Und erst jetzt, seit Draghi und Schäuble so sehr auf Terrorbekämpfung machen und er jetzt in der neuen Runde auch die Abschaffung des 100-Dollar-Scheins gefordert hat, jetzt ist Summers auch auf Terrorbekämpfung und sowas umgeschwenkt. Aber das war die ganzen ersten Jahre nicht sein Argument. Da ging es ganz offen darum, Negativzinsen einführen zu können. Also das ist kein Geheimnis, das wurde auch nicht geheim gehalten. Wir sehen aber jetzt, die nächste Stufe dieser Kampagne ist quasi gezündet. Wir hatten das im Vorgespräch auch schon so gesagt. Also momentan scheint man es relativ eilig zu haben. Das Ganze hat eine Dynamik angenommen. Cryan in Davos wurde hochgespielt. Jetzt kam die Bundesregierung, die SPD, jetzt Larry Summers, die New York Times. Also wir sehen eigentlich täglich neue Nachrichten zu dem Thema. Warum hat man es jetzt so eilig und warum genau jetzt zu diesem Zeitpunkt? Die Bail-in-Regeln, die sogenannten, die seit diesem Jahr gelten, die haben neuen Druck geschaffen. Das hat man auch gesehen bei der Deutschen Bank. Jetzt ist schon die Deutsche Bank in Schwierigkeiten und ruckzuck muss sie ihre Coco-Bonds zurückkaufen, also die Bonds, die auch für den Bail-in sorgen müssen, weil die als Brandbeschleuniger wirken. Und genau das Gleiche passiert natürlich mit den Einlegern, wenn die mal verstanden haben, dass es jetzt so ist, dass sie zuerst enteignet werden müssen, wenn bevor Staatsgeld fließen kann zur Bankenrettung, dann wissen sie natürlich, dass sofort, wenn irgendeine schlechte Meldung über eine Bank kommt, sie zur Bank rennen müssen und ihr Geld wegholen, bevor sie eingesperrt werden. Und das wirkt natürlich auch als Brandbeschleuniger. Und damit das nicht stattfinden kann, muss man eben Bargeld abschaffen. Ich habe auch das Experiment gemacht, wie es denn jetzt ist und habe mal versucht, von meinem Konto 15.000 Euro abzuheben. Das war schon ein ziemliches Abenteuer. Sie sagen gerade Brandbeschleuniger, das Stichwort. Kann nicht auch diese Dynamik, die jetzt diese Diskussion um die Bargeldabschaffung, die begonnen hat, kann die nicht auch der ganzen Diskussion so im Prinzip einen Todesstoß geben, dass die Leute dadurch noch mehr aufgeschreckt sind und dass das jetzt so ein kleiner Wettlauf wird zwischen Einführungen von Enteignungen, Bail-in und so weiter und so fort und den Leuten, die jetzt schon langsam ihr Bargeld abziehen, vielleicht in andere Werte gehen, ist das ein gefährlicher Wettlauf? Man hat nicht wirklich viele Möglichkeiten, sein Geld abzuziehen. Und wenn es ein paar Verrückte in Anführungszeichen sind, die jetzt ihr Geld im Garten vergraben, dann macht eigentlich nichts, weil Geld gibt die Zentralbank ja gerade genug raus. Das Problem ist nur, wenn es irgendwie krisenhaft wird. Auch wenn ich jetzt Gold kaufe, dann kriegt das Geld ja jemand anders, der mir das Gold verkauft hat. Das bleibt ja da. Insofern passiert das, glaube ich, nicht. Aber ich glaube schon, dass die Bargeldabschaffer sich genötigt sahen, ein bisschen zu früh rauszukommen und dass sie sich mit Deutschland und der Liebe der Deutschen zum Bargeld, die sehr vernünftig ist, vielleicht auch ein bisschen verschätzt haben und ein bisschen zu früh ihre Farben gezeigt haben. Das heißt, diese Eile ist aus einem gewissen Druck entstanden, das heißt, es musste so sein. Kann man sagen, dass da vielleicht teilweise Hektik hinter den Kulissen herrscht? Sie haben gerade Deutsche Bank angesprochen. Auch ansonsten sind wir, sage ich mal, nicht ganz so glücklich ins Jahr gestartet, um es freundlich zu sagen. Ist da hinter den Kulissen so ein bisschen Panik?
Man kann schon den Eindruck haben, weil so richtig glücklich war das ja nicht, erst John Cryan vorzuschicken und dadurch irgendwie zu signalisieren, wer das eigentlich braucht, die Bargeldabschaffung. Und dann kommt die SPD-Fraktion und dann kommt gleich zwei Tage später, ich weiß nicht, ob es zwei Tage waren, aber es ging jeweils sehr schnell, das Finanzministerium mit seinem eigenen. Da kann ja eigentlich keiner mehr glauben, dass das Zufall ist und eben keine abgestimmte Aktion. Und wenn sich jetzt schon der Finanzminister und die SPD-Fraktion mit der Deutschen Bank abstimmen, wer zuerst geht, und dann, ich weiß nicht, ob das so glücklich war, das irgendwie so offensichtlich zu machen für ihre Zwecke. Dieses Umzingeln von Deutschland mit diesen Bargeldobergrenzen, das war auch schon ein Beginn dieser Aktion, und die Finanzminister wurden dann dafür extra eingesetzt. Können Sie da noch mal ein bisschen die Hintergründe näher erläutern? Ja, das war ja schon verräterisch, wie jetzt die anderen, die schon solche Bargeldobergrenzen haben, als Argument dafür herhalten mussten, dass wir das auch brauchen. Und es wurde eben gezielt so inszeniert. Das haben die nicht selber gemacht, sondern das Erste, das eingeführt wurde seit 2011, war Bulgarien. Da kam ein Finanzminister von der Weltbank, also der kam von der Weltbank, wurde Finanzminister, hat gleich eine Bargeldobergrenze eingeführt. Italien war es dann Padoa-Schioppa von der EZB, der dort Finanzminister wurde und das machte. In Portugal war es auch ein EZB-Mann, der Finanzminister wurde. Und in Griechenland ist es ja mit am härtesten die Regeln, da regiert die Troika aus EU-Kommission, EZB und IWF und will solche Regeln haben, wie in den anderen Ländern auch. Also das wurde durchaus von diesen Institutionen da gepusht und eingeführt, und jetzt muss es als Argument herhalten, warum man es in Deutschland auch braucht. Wenn wir uns die Grenzen rundherum anschauen, dann sind wir mit den 5.000 Euro in Deutschland ja viel zu hoch. Es wird auch schon gewarnt vom Bundesfinanzministerium. Wir werden jetzt zur Geldwäsche genutzt, also alles kommt nach Deutschland, weil es hier noch frei ist. Denken Sie, dass kurzfristig auch diese 5.000 Euro eigentlich für eine wirkliche europäische Gleichmachung, sage ich mal, noch tiefer angesetzt werden müssten? Weil mit den 5.000 wären wir ja jetzt immer noch weit über dem Durchschnitt rundherum. Ja, die werden auf jeden Fall, wenn sie eingeführt werden, werden sie auf jeden Fall gesenkt. Aber Schäuble sagt ja auch, dass das erst einmal nur das ist, womit sie in die Gespräche gehen. Insofern kann da ja leicht 3.000 rauskommen. Ich würde mal auf 3.000 tippen. Mhm. Meines Wissens ist die Studie, die Schäuble in Auftrag gegeben hat, um zu zeigen, dass das nötig ist für die Kriminalitätsbekämpfung, auch noch vor den Terroranschlägen im Herbst in Paris gewesen. Und es konnte ja auch keiner erwarten, dass sowas Terroranschläge verhindert. Es ist auch völlig unglaubwürdig, was Schäuble sagt, dass da gar nicht mehr beabsichtigt ist, weil wenn dem so wäre, dann hätte es keinerlei Effekt. Wenn man sich mal vorstellt, was soll es bewirken, wenn ich jetzt als Terrorist in den Baumarkt gehe und mir Chemikalien kaufe, das kostet keine 5.000 Euro. Und wenn ich mir jetzt einen Sack voll Kalaschnikows kaufen will oder sowas für 20.000 aufwärts, dann wird die Tatsache, weder dass das jetzt illegal ist, bar zu zahlen, weder mich noch den Händler davon abhalten, das bar abzuwickeln, weil ich mache ja eh schon was Illegales. Nur dann, wenn der Händler mit dem Bargeld nichts mehr anfangen kann, weil er, wenn er irgendwie 1.000 Euro irgendwo einzahlen oder zahlen will, dann schon die Polizei kommt, dann kann das ein bisschen schwieriger machen. Aber dann muss man wirklich Bargeld weitgehend abgeschafft haben, damit es überhaupt was bewirkt. Und dann wird man natürlich auch auf Gold oder sowas umwechseln, und dann müsste man Gold dann auch gleich verbieten.